Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Wir befinden uns jetzt in dem ältesten Weinkeller und wir gucken uns erstmal das Gebäude von außen an. Wunderschöne Reliefs und auch Fensterverkleidungen können wir hier vorfinden. Das Gebäude steht leer, ist ziemlich runtergekommen. Die Weinranken machen sich hier schon. Und hier ist sogar noch der Weingott. Ja, mal gucken, ob wir in das Gebäude reinkommen. Da ist er, der Eingang. Oh. Brauchst du Hilfe? Oder geht? Vielleicht doch. Dann gib Hand. Zack. Okay, wie immer überall vermüllt. Es könnte aber auch der andere Eingang sein. Spritzen, pass auf, Emily. Hier liegen alle Spritzen rum. Wände ausgestattet mit Dämmstoff. Ganz eigene Akustik hier drin gerade. So. Das ist der Notausgang, so wie sich das hier darstellt. Also wir haben gestern nett zu Tisch gegessen, nannte sich Golden Pub. Und er hat uns gesagt, dass hier früher Partys drin stattgefunden haben. Und unser Kontaktmann hat gesagt, dass hier zwei Obdachlose leben. Mal schauen, ob wir die gleich treffen. So. Das wäre natürlich jetzt nicht so cool. Bleiben wir zusammen am besten, oder, Emily? Na, als wir den Menschen vom Golden Pop erzählt haben, wo wir hingehen, dachte, ah, das kenne ich. Da waren wir früher als Jugendliche und haben immer Partys gefeiert. Ja, das sieht man auch. Also, der Bereich ist definitiv ziemlich runtergekommen. Und auch nicht sehenswert. Aber hier gibt es einen Bereich, der ist definitiv spannend. Und den werden wir uns angucken. Sollen wir direkt zu dem Spannenden gehen? Weil das ist hier eine Müllhalde. Nee, ich würde. Das lasse ich aus hier. Das ist räudig. Haben die da die Fässer gestanden? Das ist eine gute Frage. Sieht aus wie Schweinestall. Ja, eher wie Schweinestall, ne? Hier werden die Partys gefeiert, siehst du? Ja. Ach, guck mal hier, das ist ja schön, wa? Ja. Sowas magst du doch. Da kommen wir gerade her, oder? Das weiß ich nicht. Ich bin ja nicht weitergegangen. Aber ich glaube, dass der Bereich, wo wir hinwollen, gut zu erreichen war, weil das war natürlich der Bereich, der am meisten geschützt war vor Bomben. Also nochmal zur Geschichte, das, was ich herausfinden konnte. Wir befinden uns in dem größten Weinkeller. Und in der Zeit des Zweiten Weltkrieges wurden natürlich Bombenangriffe auf Deutschland durchgeführt. Und deswegen mussten die Menschen, aber auch die kriegswichtige Industrie unter Tage verlagert werden. In sogenannten Untertageverlagerungen, die Menschen halt in Bunker. Und Emily ist schon da drin. Und man hat natürlich vorgefertigte Strukturen sehr gerne genutzt, um diese Dinge dann, nein, da ist nichts, um diese Dinge dann auszubauen. Und auch ein Weinkeller ist sehr gut geschützt, weil er in der Regel in einem Berg drin ist. Dieser ist in einem Berg drin. Und man musste dann nur noch wenig tun, damit man den Bomben sicher macht.
Und angeblich, da komme ich mal nicht gerade her, haben diesen Weinkeller 13 Personen ausgebaut und die sollen dabei auch ums Leben gekommen sein. Das kann ich allerdings nicht bestätigen, weil ich, ja, da war ich gerade, weil ich keine Informationen im Internet darüber gefunden habe. Und diese 13 Personen sollen wohl auch angeblich irgendwo hier mit ihrem Gesicht verewigt worden sein. Mal schauen, ob wir das finden. 12 waren es? Okay, 12 oder 13. Wir zählen die Köpfe. Ja, wir zählen sie. Also ihr seht auf jeden Fall Party und Obdachlosigkeit. Hier würde ich euch nicht empfehlen, das nachzumachen. Es ist auf jeden Fall sehr dreckig und wir sind jetzt mitten unter der Woche hier. Wer weiß, wen man hier so am Wochenende trifft. Also nicht nachmachen, Leute. Hier hat es auch gekokelt. Boah, sieht das schrecklich aus. Ja, immer rechts gehen. Hier wurde ein Ausgang abgestützt und hier ist dann auch Ende. Ja. Wer weiß, vielleicht müssen wir tatsächlich auch so rum. Ja. So. Oh. Pass immer auf Spritzen auf. Wir wollen uns hier keinen AIDS oder Hepatitis reinziehen. So, du bist ja da gerade durchgegangen. Gab es da was zu sehen? Okay, dann ist das hier der erste Weinkeller. Und wir gehen jetzt in den zweiten. Ist auch nicht weit weg, habe ich gerade gesehen. Und da geht's jetzt hoch. Erstmal wieder in die frische Luft. Und leise sein. Boah, es ist hell. Die Überwelt hat uns wieder. Durch. Also mein dritter Anlauf tatsächlich für dieses Gebäude. Beim ersten Mal hatte ich keinen Bock. Und gestern hat sich der Hund wehgetan. Puh. So, ich muss mal auf eine Karte gucken. Lass uns mal ducken. Guck mal. Also es gehen zwei Wege ab, deswegen checken wir gerade noch mal den Weg, ob wir hier runter müssen oder ob wir weiter müssen. Das ist ein Gleichnis. Ja. Das ist das Haus. Und da ist eins hier, da waren wir, glaube ich, gerade drin. Ja. Und der andere ist quasi hier. Okay. Also meinst du, wir müssen hier runter? Ja, da ist aber direkt mit drin. Okay. Dann halt das Handy gut fest. Oh. Hier ist auf jeden Fall ein Eingang. Warte kurz, bevor du runterkommst. Okay, das ist kein Eingang. Warte kurz, bevor du runterkommst. Nee. Nein. Weiter. Oben müssen wir da lang. So sieht's aus. So, Leute. Und wie groß das ist? Können wir hier erahnen, wir finden hier ein Lüftungsbauwerk und da vorne locker mal 60, 70 Meter weiter ist das krass Objekt und dann auch hier. Wir sind auf jeden Fall, ja, der Baum ist krass, ne?
Riesending. Der steht schon ein paar hundert Jahre. Und wunderschöne Aussicht, Leute. Runter. Hast du den Sekretär gesehen? Hat sie. Ach, guck mal hier. Nee. Boah, das ist richtig räudig, Leute. Richtig räudig. Ja, ja, ich dachte, vielleicht, das war da oben noch. Das ist schon lange nicht mehr in Benutzung. Aber wie kommt man dem näher? Ende. Bäh, wieder in die Spinne reingelaufen. Schau mal hier, eine alte Karte von Linz. Ein schlechtes, aber. Ja? Die ist eine alte Karte. Nee. Nee, nee, leider nicht. Nur alte Weinflaschen. Boah, schaut euch mal den Kamin an. Boah. Und alles zerschlagen, Leute. Total schade. Ohne Eingang, den sparen wir uns. Hier geht es den Weg hoch, der ist auch gut ausgetrampelt. Okay, dann sind wir wieder. Schön, oder? Der Etiketten. Josef Schembrand. Eine Weinkarte. Alte Weinfässer.
Lautsprecher. Aber immer noch kein Zugang zu dem Bunkersystem. Hier geht ein Keller runter. Naja, ab die Post. Ab in den braunen Salon. Ja, guck mal hier, alte Weinfässer. Wunderschön. Hausanschlussraum. Oh, hier riecht's richtig nach Wein. Nach Essig eigentlich eher. Grüß Gott, tritt ein, hier liegt der edle Wein. Und hier hat man noch, ich glaube, das ist der Eingang. Okay. Guck mal, hier ist doch alles voller Wein. Ja. Nee, doch nicht. Warum schiebt man aber schöne Flasche, guck mal. Die ist ja wohl schön, oder? Sembran. Tut man natürlich wieder rein. Wollen wir nichts unordentlich machen, Leute. Also nichts mehr, als es schon ist. Wunderschön. Guck mal hier, die alten Flaschen. Messwein. Auch hier alles voller Flaschen. Die werden wahrscheinlich wieder abgefüllt. Oder die sind schon vorbereitet für die Abfüllung. 1809. Also wirklich. Selbst wenn wir den Bunker jetzt nicht finden, Leute. Auch wenn das nicht mein Hauptgebiet ist. Wobei, Wein ist schon mein Hauptgebiet. ist das hier schon ein Highlight. Wow. Altes Weinfass. Soll ich dir mal Licht machen? Boah, ist das schön, bitte. Schwierig. So? Vielleicht auch ein bisschen. Schön? Ja, guck mal. Alles voller Weinflaschen. Messwein. Der alte Knabe hier. Weinanbaugebiet St. Ranratz. Scheint ein Bischof oder so zu sein. Messwein. Oder diese alten Bilder. Ist ein Highlight, oder? Ja, definitiv ist das ein Highlight, Leute. Und das Schöne ist, in Deutschland wäre jede einzelne Flasche kaputt. Jede einzelne Flasche wäre zerstört worden. Und hier sind einfach noch alle da. Selbst die großen Behältnisse sind noch da, obwohl da Obdachlose waren. Und Partys. Schaut euch zu. Ja, nur nicht in Deutschland anscheinend. Hier sind noch alte Bänke. Blaufränkisch. Schaut mal. Ach, guck mal hier, das ist ja süß. Ja. Hast du gesehen? Ja, eine kleine Puppenstube. Oder hier handgeschriebene Pinot Blanc. Oder hier dieses, der Weinerker. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die alle leer waren. Das war ja hier eine Weinverkaufsstube. Vielleicht hat man die. Ja, das ist eine gute Frage, Leute. Die Frage ist, warum sind die alle leer? Lohnt sich da oben? Nee, nicht wirklich. Okay, dann. Ich denke auch nicht, dass da oben der Wein. Nee, ich glaube, der ist hier links. Glaubst du auch? Unvorstellbar. Nein? Okay. Aber dann lass uns doch den Spannungsbogen, doch, lass uns rechts gehen wegen des Spannungsbogens. Weil ich weiß ja, was kommt. Ne? Wir wollen es euch ja ein bisschen spannend machen, oder? Alte Kühlerei. Guck mal hier, 2016, also so alt oder so lange verlassen ist das wahrscheinlich noch nicht. Oder irgendwelche Leute haben es hier auf, ja, aufkrachen lassen. Scheint auch irgendwie eine Diskothek gewesen. Oh, guck mal. Das sind ja schöne Flaschen. Ja, kannst du dir einmal rausholen, bitte? Von diesen wunderschönen Flaschen. Toll, oder? Oder hier die kleinen. Ja, so Medizinflaschen, ne?
Hier, Martini Tonic. Vielleicht war das wirklich mal eine Diskothek. Ja, es war eine Diskothek, Emily. Das war eine Diskothek. Hier oben ist irgendwie ein Disco-Licht. Das ist die... Das meinte er mit... Da war ich früher in meiner Jugend in der Disco. Ich dachte, die haben da eine illegale Party rausgemacht. Haben sie aber nicht. Es war mal eine Diskothek. Hier ist sogar ein Schankbehälter. Und medizinische Flaschen sind hier auch. Kali-Auge mit Bromthymol-Blau. Eieieiei. Lass mal lieber die Finger von, oder? Ja. Hier ist man damals in die Diskothek reingegangen. Hier war die Kasse. Links war die Garderobe. Und dann ging man hier in die Disse rein, Leute. Wir sind hier in der alten Diskothek. Die Traverse stehen sogar noch da. Irgendein Disco-Licht. Ach so, das ist die Deckenbeleuchtung. Damals gab es schon LED. Und hier, boah, war es räudig, das Ding. Also, das ist ein räudiger Laden gewesen. Wahrscheinlich für irgendwelche Techno-Partys oder so. Oh, hast du das riesige Weinfass gesehen? Schön, oder? Und wir haben sogar noch die Preise. 4 Euro für ein Bier, für 0,5. Ich habe gestern 5 bezahlt. Also billig ist das nicht. Und es gab schon Matcha-Tee. Also das Ding ist tatsächlich noch nicht so lange lost, Leute. Oh, die Traverse. Glaubt mir, der Rien wird sich freuen. Alles voller Traverse und diese LED-Lichter. Hier haben die DJs gefeiert. Boah, stellt euch mal vor, du fällst hier runter. Du kriegst ja deswegen, die haben garantiert keine Konzession gehabt. Für die Nummer hier. Ja, hier war dann der DJ. Und hat dann, ey, was geht ab? Hier feiert die ganze Nacht und ich gehe um 11 ins Bett. Ja, wenn du hier voll warst als DJ, musst du aufpassen, dass du nicht runtergleitest. So, aber deswegen sind wir ja gar nicht hier. Ich schwelge gerade in meinen jugendlichen Erinnerungen, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Sondern wir suchen den Hauptakteur. Aber den haben wir immer noch nicht gefunden, ne? Neu, ne? Nein, die sind... Die Zeitung ist von 1960. Von 1960? Damit sind die eingewickelt. Ach, krass. Ja. Also die haben nichts mit der Party. Ja, nee, sind guck, das sind kleine Medizinfläschchen aus quasi kurz nach dem Krieg. Und alles mit Zeitungspapier von 1960. Krass. Guter Hinweis, Dankeschön. Da waren die Toiletten, die Latrinen. Komm, ein kleiner Blick in die Disco-Toilette. Leute, alle, die jetzt über 40 sind, werden nostalgisch. Oh ja, da gucken wir aber nicht rein. Nur für Mitarbeiter, also. Wer weiß, was hier damals stattgefunden hat. Tütchen sind noch vorhanden. Ja, aber da möchte ich... Ja, schaut. Bäh, eklig. Das ist eklig, da will ich schnell weg. Aber überlegt mal, ihr wart Mitarbeiter und ihr musstet in solchen Räumen arbeiten. Naja, die Kunden hatten es ja auch nicht besser, ne? Die Gäste. So, it's time to go. So, jetzt haben wir die Spannungstreppe so weit aufgeladen, Leute, dass es eigentlich nur noch perfekt werden kann. Auch hier wieder 1975, geil. 1942. Jahrgangswein 1942. Boah, das. Da oben? Ja, das war auch schön, aber. Ich kann ganz dunkel machen. So, ne? So, nochmal nach oben. Ah ja, das ist super. Danke. Emily hat ein Foto gemacht mit Langzeitbelichtung. 65. Boah, 65. 48. Einmal während des Krieges und einmal kurz nach dem Kriege. Pizzini. Stell dir mal vor, wir finden noch einen. Ich hatte auch die Hoffnung.
Oh, hier ist sogar noch was drin, in der Flasche Wein. Ja? Mhm. Aber interessant war ja jetzt, wenn wir eine Flasche aus dem Jahre 42 finden. Aber das ist alles billige grüne Feltina. Da geht halt nichts. Und hier. Boah, wer traut sich das zu trinken? Meine Mutter. Alles voll, ne? Ja. Hier vorne hast du ein Label drauf. Ja, das Label ist leider ja. ein bisschen 2003. Okay. 2006 wäre vielleicht noch interessant. Ihr merkt, ich kenne mich aus mit alkoholischen Getränken. Macht das nicht zu Hause nach, Kinder. Boah, das sieht ja auch geil aus. Alles voll hier. Aber es sind alles leere Flaschen. Und guck mal, hier auch wieder ein schönes Wappen an der Wand. Luft ist übrigens perfekt. Gibt's nichts zu meckern. Stellt euch vor, das ist alles voll. Wisst ihr, wie viel Wert man dann hier? Es ist alles voll. Leute, hier liegen so viele Werte. Es ist unvorstellbar. Es ist alles voll. Und wenn man jetzt den Mumm besäße oder so dumm ist, je nachdem, die zu trinken und die funktionieren noch, dann hätte man hier einen unbegrenzten Weinvorrat für sein gesamtes Leben. Bitte? Das war auch mal 2003. Ja, 2003, Leute. Also bei einem guten, den könnte man noch trinken. Bei einem weißen, lass die Finger davon. So, hier kommen ein paar Maschen. Riechst du den Essig? Mhm. Also Leute, wenn ein Wein Essig ist, dann ist er um. Oh, krass. Wollen wir jetzt gerade ausgehen? Nee, wir gehen immer rechts. Aber da ist Ende, deswegen. Wir gehen immer rechts. Okay, ja, hört ihr? Chefin, Chef Urbex ist wieder am Start. Auch hier wieder wunderschöne Flaschen. Irgendwelche Maschinen zum Abfüllen. Das ist ein Abfüller. Guck dir das mal an, ein Weinabfüller. Ja. Das ist alles noch da. Ein Kühler oder ein Filtrierer. Das müsste ein Filtrierer sein. Dann halt ein paar Behältnisse. Auch hier. Boah. Von Gidi. Gidi kennt man doch, oder, Emily? Hier. Vielleicht haben sie auch Bier gemacht oder die haben Wein in solche Stiegel. Stiegel ist Bier, aber ich habe jetzt vorgestern Wein getrunken, der hätte auch aus so einer Metallkaraffe kommen können. Josef Cembran, Weinlieferant, Linz Österreich, Messwein, St. Georg. Ein hochwertiger Messwein aus der südlichen Region Italiens, ein volles Aroma, angenehmer Geschmack und hohe Restsüße zeichnen diesen Messwein aus. Okay, danke schön für den Info. Boah, alles voller Materialien. Besser oder schlechter? Ich nehm's nicht wahr. Also, Flaschen wiederholen sich alle. Ich erspare euch den Blick darauf. Boah, 2020. Und hier ist alles voll. Ja. Da oben ist auch schön. So, Emily möchte noch ein Foto machen. Dankeschön. Das war's schon. Ich weiß nicht, ob ich gerade meinen Gedanken ausgeführt hatte oder ob ich mich habe unterbrechen lassen. Vielen Dank an alle Besucher dieses wunderschönen Objektes, dass ihr den Zustand so lasst, wie wir ihn hier gerade vorgefunden haben. 39, Emily! 39! Das ist ja wohl krass, Leute. Warum? Bedeutet, hier wurde während des Krieges, wurde hier Wein. Ah ja, ne? Vielleicht finden wir dein Geburtsdatum noch. Stell dir mal vor. Aber wir haben immer noch nicht das Hauptziel entdeckt. Es ist einfach so groß und boah. Das ist, um, ich glaube, die Trauben zu quetschen oder zu zerkleinern. Ja, das könnte sein.
Ne, da ist Ende. Ja. Ich glaube, da ist er. Ich glaube, ich habe ihn. Ah, guck mal hier. Ein Liebesnest, Emily. Ja. Leute, hier ist ein Liebesnest. Das ist ja geil. Und hier wohnt auch jemand drin. Das ist ja der Hammer. Ja. Haben wir hier noch irgendwas Spannendes? Kannst du mal auf die Zeitung gucken, welches Datum? Das ist wahrscheinlich auch die Zeitung von vorne. Siehst du, das ist, wo die Flaschen drin waren. Mhm. Hatte ich dir ja schon gesagt, die waren von mir. Ich weiß, aber vielleicht haben wir jetzt eine ältere. Wobei die eher jünger aussieht sogar. 1960, wie ich gesagt habe. Vielen Dank, Emily. Nein. Ja. Okay, müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist ein alter. Ja. So, Leute. Ich glaube, wir haben es gefunden. Ich hoffe, wir haben es gefunden. Da vorne ist eine Bunkertür. Wir gehen immer rechts. Ich habe zwar eine Bunkertür gesehen, aber wir gehen immer rechts. Ich guck nur, weil ich glaube, es geht hier um die Ecke. Genau, da ist die Bunkertür. Dann brauchen wir gleich hier nicht lang gehen. Also, wir kommen unserer Sache näher. Hier finden wir eine Gasdrucktür. Sogar relativ stabil. Bedeutet, wir sind nicht mehr ganz so weit weg von unserem Bunker. Auch hier, schaut mal, hier hat man seinen Müll sogar in die Ecke geworfen, als die Party hier war. Ist auch in Deutschland unvorstellbar. Also die Party ist, glaube ich, gar nicht so lange her. Ja. Nee, weil Abort hieß das früher, Abort. So, wahrscheinlich sind wir schon in dem Bunker drin. Und ja, nein! Guck mal. Das ist ja nett, oder? Bis auf den Zeigefinger. Nee, es ist kein Zeigefinger. Da hat jemand die Karte hingezeichnet. Von dem Ding? Mhm. Und wo sind wir? Keine Ahnung. Das ist das Problem. Boah. Das ist ja wohl. Immer rechts, ne? Aber wir können uns ja. Ah, hier! Wir haben's. Ja, super. Wir haben's gefunden. Das ist das Objekt der Begierde, aber von der anderen Seite. Hier riecht's an Pisse, ne? Ach so, weil. Ja, weil es hier auch die Toilette kommt. Hier liegt noch ein alter Scheinwerfer. Der hängt hier einfach so rum. Und einen Sandboden haben wir hier. Standboden sogar. Ganz viele Stühle. Wasser. Ich glaube, die haben versucht, die Weinflasche zu trinken. Und guck mal hier. Das ist Schimmel. Ja, das ist Schimmel, weißer Schimmel. Oh Gott, das ist Schimmel. Mhm. Wunderschön. Das ist ja was für Halloween. Mhm. Mein neues Profilbild. Ja. Brauchst du Licht? Nein. Ich weiß auch nicht, was du willst. Oh, das geht noch weiter. Aber ich glaube, wir kommen von der anderen Seite bestimmt auch noch hin. Müll. So. Und ich glaube, Leute, jetzt haltet euch fest. Macht deine Lampe bitte aus. Sind da. Deswegen sind wir hier. Genau wegen diesem Bild sind wir heute hier. Man hat damals versucht, während des Krieges den Stollen noch weiter fortzutreiben. In den Sandstein. Das ist Sandstein oder Sand. Und dafür hatte man diese Tunnelbohrmaschine genommen. Und das dürfte auch relativ weich sein. Seht ihr das? Aber trotzdem hart genug, dass es von der Leine hält. Hier sehen wir sogar noch die Abdrücke der Tunnelbohrmaschine. Man hat sie noch mal zurückgefahren. Und da ist sie. Mit ihren Zähnen. Zwei Stück. Die liefen einmal selbst um sich herum. Und dann gab es hinten noch mal einen Kranz, damit sie noch mal um sich herum gelaufen sind. Das hat gelockert. Und das ist hier für den Aushub, dass es nach hinten gebracht wird. Und schaut euch mal das Bild an. Mega. Was sagst du? Schön. Schön, ne? Mhm. Also hat sich gelohnt. Und
Diesmal war tatsächlich der Weg das Ziel und nicht das Ziel das Ziel. Klar, schön, aber glaubt mir, Leute, die ganze Anlage ist einfach mega und die Geschichte dahinter auch. Auch irgendwas zum Weinen. Das könnte eine Pumpe gewesen sein. Ja, oh, dachte ich auch erst, aber das war eine Pumpe. Und wir suchen natürlich jetzt noch die Gesichter derjenigen Menschen, die das hier gebaut haben. Oh, schaut mal da hinten. Eine Krypta. Da ist eine Krypta. Alter. Ja, hier haben wir einen Raum. Hier ist aber nichts zu finden. Du bekommst jetzt auch gerade Durst auf Wein. Nee. Wir haben noch nicht mal 10 Uhr, Leute. 10.06 Uhr. Oh, 10.06 Uhr, okay. Hier unten vergeht die Zeit. Ja, natürlich. Ja, ne? So, wir sind jetzt in der Krypta drin. Die wurde leider aufgebrochen. Oder für uns natürlich jetzt gut. Schau mal, hier ist so Knochen. Ja, hier ist ganz viel reingearbeitet. Ja. Hier ist eine alte Jungfrau. Und hier haben wir irgendwelche. Das sind die 12 Leute. Hast du sie gefunden? Hier haben wir irgendwelche mystischen Symbole. Das scheinen zwei Schaufeln zu sein. Das war mal fett beleuchtet. Der Blick zurück. Hier haben wir so ein Ornament. So ist es, glaube ich, besser, ne? Ich zeige euch das gleich alles nochmal. Und ach so, ich dachte, die hätte man richtig gemalt. Die hat man hier schemenhaft, umrissartig eingezeichnet. Wir zählen mal 1. Ja. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, 12 waren es. Und das ist die Mutter Teresa vielleicht mit ihren 5 Kindern? Na, die Decke kommt runter, ne? Deswegen. Mhm. Absolut. Schön, oder? Wunderschön. So, Leute, also angeblich sollen die 12 Menschen hier ums Leben gekommen sein. Deswegen hat man diese Krypta hier hingebaut. Aber das sind Überlieferungen. Ich habe leider im Internet nichts gefunden. Und da vorne geht es ja wieder zurück. Und deswegen ist es an dieser Stelle Zeit, euch einmal zu fragen, wie euch dieser Spot gefallen hat, ob euch vielleicht in meinem Kanal häufiger auch Urbex mit einbauen soll oder ob es hier weiter ausschließlich um den Zweiten und Ersten Weltkrieg und natürlich auch den Kalten Krieg handelt. Lasst mich das gerne mal wissen und schaut auch gerne auf meinen anderen Kanälen vorbei. Ich habe noch TikTok, da heiße ich genauso wie hier, und auch Instagram. Da könnt ihr mir auch schreiben oder auch gerne mal per E-Mail. Und hier ein ganz, ganz großer Wunsch. Wenn ihr in eurem Freundes- oder Familienkreis noch Menschen habt, die den Zweiten Weltkrieg oder auch die Nachkriegszeit erlebt haben und spannende Geschichten haben und darüber reden wollen, dann meldet euch gerne entweder per Instagram oder dann per E-Mail. E-Mail findet ihr bei mir auf dem Profil randomlife80@t-online.de, falls ihr euch das merken könnt. Und ich würde sagen, wir machen hier jetzt noch ein paar Aufnahmen hochkant, ein paar Fotos für Thumbnail. Und ich und die? Emily sind raus. Sind raus, ganz genau. Also, lasst mir ein Abo da und so weiter. Ihr kennt das Thema. Ciao, arrivederci und goodbye. Leute, ihr könnt euch an diesen kleinen Durchbruch erinnern. Den bin ich gerade gegangen. Ich hatte nicht gedacht, dass es hier vielleicht noch irgendwas gibt. Aber schau mal da vorne. Mega, oder? Haben sich Leute richtig Mühe gegeben. Bettlaken mit Epoxid eingeschmiert. Wartet, bis es getrocknet ist. Dann hier hingebracht. 2017. Alle stehen schon ein paar Tage hier. Das ist ja wohl der Hammer, ne? Und es geht hier einfach weiter. Wir haben hier einen Schießstand gefunden. Pistolenschein ist nicht für. Also da wurde drauf geschossen. Und hier vorne war der Bereich, wo man dann abgedrückt hat. Hier ist ein altes Kreuz. Ach krass. Ein umgedrehtes Kreuz. Gambrinus-Schützenverein an. Wir bitten um Verständnis, dass das.
Kisten Einsicht, die beziehungsweise 5 müssen. Oh, mega. Guckt euch das alte Kreuz an. Oder hier. Alter. Ach, das ist ja wohl Kunst. Das ist Kunst, Leute. Das ist Kunst. Das ist absolut Kunst. Boah. Mega gut. Kies. Das Kreuz. Also, ich wusste von der Tunnelbohrmaschine. Ich wusste, dass das einigermaßen groß ist. Ich wusste von den Weindingern. Ich wusste aber nicht, dass hier ein Schießstand ist. Und ich wusste nicht, dass diese komischen Viecher, diese Kunst hier steht. Der Teppich ist für die, also gegen eine sehr laute Geräuschentwicklung. So, jetzt müssen wir natürlich auch rüber gucken, ne? Andere Gang. Also hier seht ihr auch die Bauweise von Bunkern aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Verschalung hier, das ist Zweiter Weltkrieg. Das ist alt, das ist Weinkeller. Boah, ein Riesending. Beim Verlassen Stollens nicht vergessen, Licht auszumachen. Krass, oder Emily? Da sind noch viel mehr von. Nein, hat er nicht. Oh, hast du hier schon reingeguckt? Nee, noch nicht. Alter Schwede! Oh, Leute! Hier kannst du dir einen trinken mit an. Ja. Von diesen. Oder hier. Alter. Der Barkeeper. Ja, mach ich. Ich gehe auch sofort. Hier ist noch ein altes Weinglas. Flasche Wasser. Unvorstellbar. Meinst du, der ist nicht so weit gegangen, weil ihn nur diese Dschungelbohrmaschine interessiert hat? Ich weiß es nicht, ich frag ihn gleich mal. Hier haben sie das Gesicht zugemacht von dem Typen. Hat sich auch einer verewiglicht. Von seiner Liebsten vielleicht oder von seiner Traumfrau. Hier sitzt eine ultimativ, Leute. Ultimativ. Habt ihr echt einen guten Job gemacht. Alte Bilder mit einem Popo. Hier wurde Kunst gemacht. Ja, aber richtig. Ja, Gemälde richtig. Nicht draufleuchten. Okay. Und hier sind wahrscheinlich noch weitere von den Viechern drin. Oder? Ja. Da sind noch weitere von den Menschen drin. Boah, Emily! Hohoho. Guck dir das an! Die stehen hier überall rum. Und guck mal, wie viele. Das Perfekte für Halloween. Das wird mein Halloween-Video. Guck mal, die sind doch alle, wie sagt man dazu, eingepackt. Ja. Sogar Babys. Hörst du das? Hier ist ein Baby. Jo. Boah. Hier steht's schon. Guck mal hier. Mal kurz durch meine Jacke atmen. Also da vorne ist auf jeden Fall Luft. Also das sind die ganzen Chemikalien hier. Guck mal hier, die Truhe. Ich würde sagen, hier hat jemand einen freien Lagerraum. Ja.
Wer weiß, vielleicht ist da auch eine Grasplantage oben drüber. Komm, wir gehen. Boah. So, Leute, wir gehen jetzt zurück. Also, er hat das wirklich perfektioniert. Mega. Emily ist begeistert. So. Also, in diesem Sinne. Wobei, da geht's ja noch weiter, glaube ich. Vielleicht melde ich mich gleich nochmal. Also, in diesem Sinne, vielleicht bis gleich. Ansonsten ist es wirklich zu Ende. Tschüss. So, Leute, wir gucken uns jetzt nochmal oben um. Das Gebäude an sich hat ja auch einen schönen Eindruck gemacht. Wir haben noch ein paar Möbel. Sich vielleicht lohnt anzuschauen, weil wir werden wahrscheinlich nie wieder hier hinkommen. Schaut mal, dafür zahlen Antiquitätenhändler richtig Geld. Alter Sekretär, und der Zustand ist halt atemberaubend. Emily? Ja. Ah ja. Kassetten. Schöne Wandmalereien. Auch hier. Hast du was Tolles entdeckt? Gibt's was Schönes? Nein, die hatte ich schon gesehen. Also, nee, ich wollte für uns, also für die Zuschauer, ob es irgendwas Spannendes gibt. Zwischenrepublik und Kaiserreich. Römische Kunst. Der Mensch war anscheinend auch belesen. Hamburg-Führer. Also ihr seht, teilweise Sachen, die wirklich noch relativ modern sind. Das Geheimnis von St. Andreas. Eichendorf. Wir müssen mit der Lampe aufpassen. Wir wollen natürlich nicht die Nachbarn irgendwie auf uns aufmerksam machen. Wir machen ja nichts kaputt oder so. Aber es gibt Leute, die demolieren alles. Und die schädigen natürlich den Ruf der Urbexer. Aber hier scheint es nicht mehr viel zu geben. Ich schließe ich mit der Emily auf. Hier nochmal der Blick. Wunderschön. Wunderschön. Und das habe ich ja auch gerade noch gesehen mit den. Na, es kommt auf dem Video nicht so gut rüber. Was haben wir denn hier? War schon kurz davor zu sagen, eine Streckbank, aber das ist eine Werkbank. Ach, das ist ein Atelier. Leute, das ist ein Atelier. Das sind Privatfotos, die zeigen wir nicht. Das ist ein Atelier. Schön. Wenn man so die Möglichkeit hat, sich auszuleben. Ich glaube, wir haben alles, ne? Ja, die ist einfacher. Cool. Ach, guck mal, mit dem Oberlicht. Möchtest du noch irgendwas sagen? Wunderschönes Haus. Ja, ne? Ja, war wirklich schön. Ja, toller Lost Place und tolle Geschichte dahinter. So, und das ist jetzt wirklich das letzte Bild, was wir euch schenken. Wir sind raus, Emily und euer Random Life.